herzlich willkommen zu der Sonderkuschel-Episode Nummer 1, weil wir keine Bezeichnung haben für irgendwas, was wir hier eigentlich machen. Der John F. Enemy ist immer noch bei mir und wir reden jetzt einfach, weil wir Lust drauf haben, über Lieblingsfilme, Lieblingsmusik und wie wir rausgefunden haben, gemeinsames Hobby, Lieblingsvideospiele. Bist du noch da? Ich bin noch da. Bist du bereit? Ich bin bereit und da. Bist du auch ready? Auch das. Geil, es steigert sich immer weiter. Möglich sein, es steigert sich. Ich hab voll Bock. Ja. Sag doch mal, was ist denn, weil du vorhin über Star Wars geredet hast, was ist dein Lieblings-Star Wars-Film? Der Lieblings-Star Wars-Film, Rückkehr der Jedi-Ritter? Nein, das Imperium schlägt zurück. Wollte gerade sagen, die Ewoks, wirklich? Nein, die Ewoks sind auch irgendwie cool als Kind so. Aber Imperium schlägt zurück ist eigentlich viel geiler, weil eine Menge Krieg, Zerstörung und erster Transporter gestartet. Hey! Hey. Gut, okay, keine große Überraschung. Dann lassen wir lieber was Kontroverses reden. Okay. Neue Filme, cool oder nicht cool? Von Star Wars? So alles ab Episode 7? Ah, überhaupt nicht cool. Yay or nay? Nein, gar nicht so. Weil, Disney spritzt da irgendwie rein in das ganze Projekt und das gefällt mir einfach null so. Klar, Star Wars ist Star Wars so, man entscheidet sich nicht so, ne? Familie, Fußball und Star Wars sucht man sich nicht aus, muss man feiern. Ist drin, ist drin. Ja, aber, nee, also Solo war jetzt echt so der Gipfel des Ganzen, so wird halt ausgeschlachtet wie alles andere auch. Macht mir auch so ein bisschen meine Kindheit kaputt, so. Gebe ich mir auch nicht mehr, da schütze ich mich vor, so. Ich habe Solo überhaupt nicht geguckt. Also ich habe Episode 7 und Rogue One und 8, glaube ich, noch gesehen im Kino und ging halt mit einem, also nach 7 bin ich rausgegangen und dachte so, Gott sei Dank haben sie es nicht verkackt, weil ich 7 ganz nice fand. Und da habe ich Rogue One geguckt und dann dachte ich so, okay, das war jetzt nicht nötig. Also okay, aber nicht schlecht, aber auch nicht gut. Ja, es ist halt alles so. Und bei 8 ging es mir genauso und das ist das große Problem, es ist wahnsinnig egal. Ja. Und das ist das, was Star Wars mir in meinem Leben noch nie war. Egal wie kacke es war, absolut. Es war nie egal. Und das ist ein großes Problem. Ja, es wird ja nicht egal. Dein Star Wars bleibt immer dein Star Wars. Was da jetzt passiert, das ist so Marketing-Shit. So. Voll. Kannst du mitgehen, musst du nicht mitgehen. Ja, ich habe früher alles gesammelt, was es gab. So, mach mal jetzt das bitte. Geh mal jetzt los und sammel alles, was es gibt. Das war damals schon krankhaft. Ja, und jetzt ist es halt völliger Wahnsinn. Du hast irgendwelche Pappbecher von irgendwelchen, keine Ahnung, Arschloch-Fastfood-Ketten, wo irgendwie ein Droide drauf ist, den du nicht brauchst. Wie heißt denn der Blödmann sogar von... Meinst du Bibi... Bibi, genau. 2? Ja, ja, genau. BB-8? BB-8, der kleine orange-weiße Roboter, der neue. Ja. So. Aber trotzdem, das Universum ist halt absolut nicht killbar so. Aber ich bin da eher so in der Literatur, also der ganze Fluff drumherum so. Die Literaturdinger sind richtig geil und auch der Videospiel-Background ist super, Mann. Jedi Knight zum Beispiel war Hammer. Jedi Knight war der Shit, Alter. Kyle Katarn, Mara Jade, so die ganze Story drumherum so. Da kann man halt von leben, da kann man sich auch genug drauf rausziehen. Knights of the Old Republic, Alter, durchgesuchtet. Mega geiles Game so. Das ist ja der Punkt so. Du musst ja den Cut machen bei dem alten Star Wars Expanded Universe und bei dem neuen. Genau. Und bei dem alten Kram habe ich ein paar Comics gelesen und ein paar sind cool, ein paar sind richtiger Mist. Und ich habe einen gelesen mit einer ehemaligen Palastwache vom Imperator. Ach, Crimson Empire. Crimson Empire, Alter. Ich habe die ersten zwei Teile gelesen. Crimson Empire, das ist der absolute Shit gewesen. Ich habe mir diese dumme Star Wars Reihe beim Kiosk gekauft mit Comics und da waren ein paar dabei, die waren ganz gut und ein paar waren richtig Mist. Und habe ich Crimson Empire gelesen. Mega. Und bin völlig ausgerastet, wie großartig das ist. Super. Wie heißt denn der Dude nochmal, die Hauptfigur? Alter. Ich habe es voll vergessen. Der mit der Narbe im Gesicht. Ich weiß auch nur, dass ich es richtig geil fand. Ja, ich hab's auch vor einem halben Jahr gelesen. Ja. Und der dritte Teil, der kam jetzt auch vor kurzem, soll gar nicht so gut gewesen sein. Aber die ersten beiden sind der gottverdammte Shit. Hammer, finde ich auch so. Das war auch mein Ding, die habe ich damals sogar im Kiosk noch gekauft für 2,95 Euro oder so. Hammer geil, Alter. Die habe ich so durchgesuchtet. Crimson Empire, stark. Kann ich auch jedem nur empfehlen. Das ist halt echt auch Star Wars so, ne? Ja. Und das ist auch der Fluff, der stimmt so. Ja klar, als Nerd oder als Fan, da ziehst du sogar die Ewok-Filme rein, so. Habe ich auch gemacht, so. Das habe ich zum Glück nie gemacht. So. Wenn du halt irgendwie so ein bisschen schon angeknuspert bist, dann läuft das auch irgendwie. Dann wenn du auf 15 bist, gehst du da auch anders ran, als wenn du 30 bist. Auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Ja, Rogue One wollte ja auch so in die 30er-Sparte rein. Es ist ja irgendwie so ein halber Antikriegsfilm irgendwie. Wenn man jetzt voll reinsteigt. So. Das war immer das Ding, Kriegsfilm, Antikriegsfilm, war die große Debatte. Das muss, muss ein Kriegsfilm sein, um ein Antikriegsfilm zu sein. Natürlich, das muss auch sein. So. Aber ich glaube, in der heutigen Videospielgeneration ist Krieg schon wieder so pro, dass es gar keine Antikriegsfilme oder Antikriegsspiele mehr gibt. So. Hattest du Spaß, als du Rogue One geguckt hast? Ja, klar. Natürlich. So ein bisschen schon, oder? Ja, natürlich. Gib mir einen Stormtrooper, gib mir einen X-Wing, so. Ich hab Spaß. Aber das ist einfach, weil ich einfach so getriggert bin, so. Genau, das frage ich mich nämlich auch. Würde ich das geil finden, wenn es kein Star-Wars-Film wäre oder wenn ich nicht mit Star-Wars aufgewachsen wäre? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube nämlich auch nicht. Ich fand ein paar Sachen richtig geil. Ich mag ja Donnie Yen, den Schauspieler, sehr. Ja. Weil ich die Ip Man-Filme total gesuchtet habe. Ip Man, ja. Alter, Ip Man. Shit, Alter. Ja, das war stark, so, auf jeden Fall. Es gab eine, ich gucke Filme immer im O-Ton. Ich bin einer von diesen O-Ton-Snobs, so. Leute lachen mich dafür aus. Und ich habe es meinem Vater erzählt, dass ich halt die Ip Man-Filme geguckt habe. Die hat er mir ausgeliehen. Und ich habe mir die halt auf Chinesisch angeguckt mit Untertiteln. Und ich habe es meinem Vater erzählt. Ich hab Ip Man auf Chinesisch geguckt. Und da war so 2 Minuten betretende Stille am Weihnachtsessenstisch. Und dann guckt er mich so an. Aber du hast schon Untertitel angemacht, oder? Das fand ich ganz süß, dass er mir zugetraut hat, dass ich einfach komplett den Scheiß mir auf Chinesisch reinziehe, ohne den Untertitel zu verstehen. Ich glaube, Ip Man wird auch auf Chinesisch funktionieren, ohne Untertitel. So. Ich fand die Gespräche aber mindestens genauso gut wie das Rumgekämpfe und alles. Mhm.
will ja wissen, warum Sammo Hung auf dem Tisch gegen ihn kämpft. Absolut, Sammo Hung auch ganz stark, Alter. Früher, was war das? Wie hießen die? Hongkong Cops oder so? Die auf die Vox, die Serie war? Da habe ich die Marshall geguckt. Martial Law. Martial Law, Killer. Dicker, Alter. Da gab es die komische Folge, wo er Leute aus dem Grab geholt hat, die einem Auto eingebuddelt worden und er hat Hinweise geklut irgendwie und rausgefunden, dass sie da sind. Ja, okay. Und dann haben sie sich durchs Autodach gewühlt. Und dann hat er sie ausgegraben. Es war so dumm. Shit, Alter. Aber er hatte diese heiße Kollegin, Alter. Wie hieß die? Kelly Hu war die Schauspielerin, ja, die dann, glaube ich, in Born to Die mitgespielt ja, hat. Ja, genau. Ja, mit DMX. Das war auch stark so. Ja, das fand ich auch auf jeden Fall mega stark so. Bei Ip Man habe ich eine schöne Anekdote. Ich habe ja Gott sei Dank noch das Privileg gehabt, in der Videothek zu arbeiten. So mega nice. Alter. Und dann kam halt so ein Typ. Wirklich, das klingt jetzt wie ein übelst flacher Gag so. Aber der hat den Film IP Man gesucht. Kenne ich total. So, und ich war halt so an diesem Rechner. Ich kannte ihn auch nicht so. Ich weiß ja, wer ist denn IP-Man? So, und dann kam er halt mit seinem Martial-Arts-Film und so. Und darauf bin ich erst, ich habe gut gelacht so dann. Darauf habe ich den Film erst überhaupt entdeckt. So. Ich glaube, da gab es ja schon einen zweiten Teil. Habe die dann auch erstmal geguckt. So. Da war die Martial-Arts-Zeit bei mir schon ein bisschen vorbei. So. Jackie Chan und so, die ganzen Sachen habe ich auch geguckt. Die alten Sachen, Drunken Master, ich bitte dich so. Alter, bitte. Ja, Mr. Nagatomi hat sich früher auch öfter mal in verschiedenen Sachen Drunken Master genannt. So. Mit Recht. Mit Recht. So, ja. Ich habe mir vor kurzem, weil jetzt das erste Mal in Deutschland unzensiert rauskam, die Schlange im Schatten des Adlers gekauft. Ich habe noch nicht angeschaut, so, aber das war so einer der ersten Jackie Chan Kabel 1 Filme, die ich mir reingefahren habe. Und der war immer komisch geschnitten, das ist mir schon als Elfjähriger irgendwie aufgefallen. Ja. Und jetzt ist es wohl das erste Mal, dass wir auf Deutsch eine unzensierte Version davon bekommen. Ja, unfassbar, das ging ja auch mega ab zu der Zeit. Noch nicht geguckt, aber ich habe voll Bock. Wie die sich irgendwie auch abgeschlachtet haben eigentlich, was dann da echt gecuttet wurde so. Was wird überhaupt alles gecuttet, geschaut hat zu der Zeit? So? Keine Frage, Armor of God, ich habe die Armor of God Teile mir beide besorgt. Hier so der starke Arm der Götter und der rechte Arm der Götter. Mhm. Ja, ja, also im Englischen hießen die halt Armor of God. Auch wusste ich gar nicht, okay. Ja, und die habe ich mir beide reingefahren so gerade. Und ich liebe die halt genauso, als wenn ich irgendwie noch 10 Jahre alt wäre, 1998, und ich sitze bei meinem Vater bei ProSieben und wir ziehen uns Scheiße rein. So, ich liebe das total. Ja, das ist halt so diese Free-TV-Opfer von früher. So, du hast halt deinen Fernseher zwar im Zimmer, voll, aber hast halt nur 5 Kanäle zur Auswahl, da ziehst du dir einen Scheiß rein, Alter. Wie ich die Mortal Kombat-Movies gefeiert habe, Mann. Bitte. War nie ein Thema für mich zum Glück. Habe ich erst als Erwachsener festgestellt, dass es das gibt. Ja, nee, auf Vox und so, das war schon stark. Da kamen halt die guten Sachen. Manchmal kamen auch richtig geile Sachen so. Auf jeden Fall. Aber wo nicht geile Sachen, dann hast du dich einen Street-Fighter-Film. Also Alter, an dieser Stelle muss ich sagen, ich bin mehr als ein Jean-Claude Van Damme-Fan. So. Okay. Ich liebe fucking Jean-Claude Van Damme so. Der Typ, der aber ist Street Fighter so doch genau der Service, den du brauchst. Genau. Also wie er den Bizeps groß in die Kamera hält mit der Amerika-Flagge drauf. Absolut. War deins, oder? Ja. Ja. Also das unreflektierte 16-jährige Ich so fand Amerika auch ziemlich nice. So. Ehrenvoll. Und dann Van Damme mit Amerika so. Super. Und Kylie Minogue am Start. So. Ja, bitte, was willst du sonst eigentlich noch? Aber der Film natürlich gänzlich enttäuschend, eigentlich, wenn man ehrlich zu sich ist. Aber das hat Van Damme öfter, Van Damme hat das öfter mit mir gemacht, aber da bin ich unreflektiert. Da bin ich auch wirklich, muss ich sagen, rechtschaffend loyal, dass ich Van Damme unfassbar feiere. Schön Baldur's Gate Knowledge noch gedroppt, finde ich nice. Ach du dickes Ei. Ja. Ich bin übrigens groß der festen Überzeugung, dass der bessere Street Fighter-Film City Hunter von Jackie Chan ist. Ja. Nee, ja, ja. Machst du mit? Gehst du da mit? Kennst du den? Ja, kenne ich. Das ist auch eine Manga-Verfilmung tatsächlich. Das weiß ich jetzt gar nicht. Das Manga habe ich nie was von gehört. Es ist eine Manga-Verfilmung und am Ende schlüpft Jackie Chan in die Rolle von Shang-Li und macht jemanden platt. Okay, krass. Ich liebe diesen Film. Das ist so richtig alberner Bullshit und mein Vater hasst ihn so, weil er nicht ernst genug ist. Ja. Ich finde ihn großartig, weil ich war 12, als ich ihn geguckt habe und das war alles, was ich wollte. Ja, Jackie Chan hat auf jeden Fall so, bevor er so richtig Rush-Hour-mäßig unterwegs war, so hart war, feierbar so. Auch in seiner Unernsthaftigkeit so. Ja, genau. Also das fand ich halt immer so geil, wie er halt Comedy-Action so visuell umgesetzt hat und gleichzeitig noch seinen Stunt-Kampf-Kunstkram. So in Who Am I gab es die Szene, wie er in Rotterdam von so einem riesen Dach runtergelaufen ist. Erinnerst du dich an die? Nee, tue ich nicht. Das ist so ein riesengroßes Glas-Stahl-Gebäude, wo so ein Dach relativ steil runtergeht und der flieht vor irgendwelchen krassen Fickern und dann doch springt er da runter und läuft halt halb und rutscht und ich sitze so da und Kameras aus 6 Shots und er hat es 3-mal, glaube ich, gemacht, damit sie alles raufkriegen und ich habe nur da gesessen, ich hab Höhenangst so von Natur aus. Das ist aber auch völlige Vox-Nachts-Knowledge, so, ja klar. Es ruft sich wieder. Das war ein Primetime-Film auf ProSieben, Alter. Was redest du? Ja, Mann. Erzähl doch keinen. Erzähl keinen Scheiß. Wann war das denn? Ja, das ist Ende 90er gewesen. Ja, meine ich doch. Nee, da gab es keine Primetime. Da gab es nur nachts. Nee, Spaß beiseite. Vorher bist du nicht nach Hause gekommen. Aber Baldur's Gate Knowledge, ja, natürlich. Aber da muss ich jetzt nachwerfen, so chaotisch neutral immer. Und ich habe gerade einen Solo-Run mit einem Baden, so. Das musst du erstmal. Okay, du bist auch richtig drin, ja? Ja, natürlich, weil Bade ist auf jeden Fall die. Das ist Hip-Hop so. Das waren wir immer zu schlau, das am PC zu spielen. Ich habe immer nur die dummen PS2-Ableger gespielt. Ah, Dark Alliance, ja. Die Dark waren Alliance, so. Also beide auch richtig geil, aber kommen halt nicht im Ansatz an das ran, was eigentlich Baldur's Gate ausgemacht hat. Ja, aber ich habe es voll geliebt und ich bin total, ich habe mich voll viel damit beschäftigt, weil die erste Produktionsfirma des ersten Teils, die wurde dicht gemacht, tatsächlich. Deswegen wurde der zweite Teil von einer anderen Firma rausgebracht. Okay.
Die haben aber trotzdem einfach die Engine weiter benutzt, die sie für den ersten Teil benutzt haben. Die Dark Alliance Engine. Deswegen gab es Urheberrechtsstreit, deswegen gab es nie einen dritten Teil. Wir müssen kurz klären, war der zweite der mit diesem komischen Vampirfürst in diesem Turm oder so? Ah, okay. Ey, da bin ich richtig traumatisiert, weil da habe ich nämlich den Zwerg irgendwie gespielt und ich habe irgendwie gelootet wie ein Bescheuerter und wollte so eine Armbrust kaufen. Und dann habe ich mir unwissenderweise kurz vor der letzten Quest so eine Armbrust gekauft, so alle auf One-Shot, voll geil. Und dann irgendwie, keine Ahnung, 30 Kills und dann war dieses Spiel zu Ende. So, mega scheiße. So. Das wirklich Fiese an dem Teil war ja, also zwei Dinge fand ich an dem Spiel sehr bemerkenswert. Das erste war, dass es Gegner gab, die deine Metallausrüstung dauerhaft zerstören können. Mhm. Deswegen bin ich da dann immer mit Armbrust und Holzwaffen rumgelaufen. Ja, Standard, geil. Mhm. Super dumm eigentlich. Nein, und das, was ich richtig geil fand, voll die Milch. Was ich richtig geil fand, war, dass jede Figur Nebenquests hatte, mit denen du weitere Skills freischalten konntest. Und ich habe mich so gewundert, ich habe das Spiel wirklich mit jeder Figur aufs Maximum-Level durchgespielt. Okay. Ich habe den Diablo 2-Move gemacht, nur in uncool. Und wenn du den Zwerg gespielt hast, hast du dich natürlich gewundert, warum du dem keinen Zweihandhammer in die Hand drücken konntest oder eine Zweihand-Axt. Und dann musstest der war ja mehr so auf Dieb-mäßig geskillt. Genau, genau. Auf Dieb, mach die Truhen auf, hab eine Armbrust in der Hand. Ja. Wenn du mit dem den extra Bonus-Quest Scheiß gemacht hast, so, dann konntest du eine Axt mit ihm tragen. Und dann war auch ein krasser Nachkämpfer. Okay, das wusste ich nicht. Aber was das muss ich aber getan haben. So. Ich habe es auf jeden Fall durchgesuchtet. So. Ja, da musstest du mal so ein bisschen aus dem Weg gehen und das finden. Das war mal so ein bisschen Secret, nur so ein bisschen. Das krasseste war aber, wenn du den Barbaren gespielt hast, der lustigerweise Dorn hieß, seine Extra-Fähigkeit... Ja, der erste Dorn, ja. Ja, genau. Seine Extra-Fähigkeit ist halt, dass er Zweihandwaffen in einer Hand führen kann. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Zwei Zweihand-Äxte. Aber da gibt es tatsächlich noch das bessere Game, nämlich Champions of Norad, Return to Arms, Alter. Und jetzt kommt immer eine Geschichte zu einem Schluss. Die Dark Alliance Engine, die halt beim zweiten Teil unrechtmäßig weiterverwendet wurde und weswegen es nie einen dritten Teil gab, der zweite Ende mit einem Cliffhanger, wurde dann von der ursprünglichen Produktionsfirma, ich glaube Avalanche Studios hießen die, mitgenommen zu Ubisoft und haben da mit einer neuen IP, nämlich EverQuest, haben sie Champions of Norad gemacht. Killer. Das sind die gleichen Macher, die dann auf einem anderen Reich einfach weitergemacht haben. Champions of Norad ist der gottverdammte Shit und ist viel ambitionierter als ein PS2-Spiel sein dürfte. Ja, Mann, auf jeden Fall. Nagatomi und ich noch vor ungefähr 3 Monaten nochmal angefangen, hier eine Runde zu zocken. So. Leute, ich such Leute für den Multiplayer. Ich komme in einem Monat nochmal wieder PS2 und dann machen wir das zu dritt. Absolut, ich habe noch einen Vierer-Adapter so. Ich auch, Alter. Ich habe mir extra einen gekauft dafür. Ich hab mir einen Adapter gekauft. Nice. Ich hab vor Jahren, war ich bei Real und da war Ausverkauf von PS2-Software. Da habe ich mir 6 Controller für je 10 Euro gekauft, PS2, die übrig waren. Ja. Ich habe noch einen verschweißten zu Hause. Mega nice. Und ich habe noch einen Multitap, so wir ziehen das durch. Ich habe Bock, das Multiplayer durchzuhauen. 100%, Alter. Dann kannst du auch mal irgendwie die Supportklassen spielen. So. Mega nice. Alter, ich wollte unbedingt den Kleriker spielen zum Heilen. Ja, ist auch Killer. So, Kleriker ist Killer. Und da gibt es noch diesen komischen Echsenmenschen-Schaman, so, der ist auch mega nice. X-Menschen konnte man nie spielen. Im zweiten Teil, doch, natürlich. Im zweiten Teil, ja. Aber den habe ich noch nicht gespielt, weil ich den ersten ja nicht im Multiplayer bin. Da habe ich hier liegen. Nice. Killer. Pass auf, dann habe ich noch so ein Ding zu der Story mit diesem Vierer-Multiplayer. Ich habe hier um die Ecke so, Nagatomi und ich ja schon als Jugendliche gechillt so. Und wir wollten das auch machen. Da habe ich mir so einen Adapter gekauft so. Und dann ist mir die PlayStation 2 weggeschmort. Warum auch immer. So vielleicht Powergaming oder so. Mein Leben, dann habe ich mir eine Slim gekauft und dann hat dieser Adapter nicht gepasst, Alter. Der wurde einfach nicht erkannt. Und da war ich so gefrustet, Alter. Das war so unfassbar. Da habe ich eventuell auch Material vernichtet. So. Also muss ich zugeben, das war schon hart. So. Aber so, in dem Übergang habe ich nämlich noch einen Schatz hier liegen. So. Feierst du vielleicht auch? Aus der Fallout-Reihe so, hat keiner wahrscheinlich gespielt. Brotherhood of Steel, selbe Engine. Ich habe noch nie auch nur irgendeinen Fallout gespielt. Es gibt die Brotherhood of Steel, ist dieselbe Engine so wie Dark Alliance. So. Das habe ich schon von gelesen, weil ich stehe auf diese isometrische Ansicht. Super, das ist voll geil. Mein Ding, Alter. Super geil. Und dieses Game ist einfach so unfassbar nice, Alter. Das will auch keiner spielen so. Weil das hat nichts mit Fallout zu tun und auch nichts mit Baldur's Gate. Digga, ziehen wir uns rein. Ziehen wir uns rein, ist mega nice. Ich komme mal wieder in 1-2 Monaten nach Düsseldorf und dann machen wir das. Ja, da müssen wir das Koop-Ding auf jeden Fall ballern. So. Wie sind wir darauf gekommen? Na, von chaotisch-neutral ursprünglich. Ja, chaotisch-neutral ist die einzige Gesinnung, die geht. So. Ich bin ganz kurz beeindruckt davon, dass ich das noch so schnell sagen konnte, woher wir das absolut hatten, Junge. Dungeons and Dragons, Knowledge, so, die ist immer gefragt, so. Das ist echt. Hast du jemals in Dungeons and Dragons auf dem Tabletop richtig gespielt? Ja, mit Würfeln und so? Echt jetzt? Ich auch noch nie so. Ich habe alles gespielt, Mann. Schwarze Auge, Shadowrun, so, ich bin da voll drin so. Krass, hattest du Freunde, die dich da reingeholt haben? Oder ja, wie sicher. Nee, ja, Junge, also die ganze Junge, Alter. Ja, da ist die sinnlos im Weltraumprägung da. Junge, Alter, ich hau dir gleich hier Tabletop in eine fiese Fresse rein. Ich werf vielleicht ein Moped ins Kreuz. Ja, aber so war's. Nee, ich habe halt, bevor ich halt mit irgendwas in Kontakt gekommen war, was annähernd cool war, war ich halt extrem uncool und sehr, sehr nerdy so. Und ich meine jetzt nicht so dieses New School nerdy so, ich habe jetzt irgendwie mal einen Gameboy gehabt, sondern so, ich habe 6 Wochen lang halt Baldur's Gate 1 in Sommerferien durchgespielt und kam käsebleich als Allergiker irgendwie aus meinen Sommerferien zurück. Oh, das, du sprichst so krass aus meiner Kindheit gerade. Das ist Level Wahnsinn. Von nerdy so.
Das war vor Hip-Hop, vor Skaten, vor allem, was irgendwie nice war. Ja. Und da habe ich halt mit Jungs tatsächlich auch dieses Tabletop oder beziehungsweise halt Rollenspiele Pen Paper durchgezogen. So. Das war schon irgendwie eine geile Zeit. So. Weil das ist ja ein Teil deiner Kindheit. Ne? Du kannst dich halt nochmal so vollkommen komplett wegflexen so aus deiner Gegenwart. Und diese Fantasie, die kannst du jetzt, glaube ich, nicht mehr abrufen. Ich habe jetzt locker auch, sage ich mal, seit 10 Jahren keine Runde mehr gespielt. So, ich würde es noch mal gern machen. So. Ja. Aber ich glaube, ich habe die Fantasie nicht mehr. So. Ja, das ist das Ding. Der Eskapismus ist halt riesig, ne? Absolut. Aber die Frage ist halt, wie viel kannst du Eskapismus noch zulassen, wenn du krass in der Realität verhaftet bist? Ja, nüchtern halt kaum noch so, ne? Ja. Aber ich glaube, das ist ja auch das Ding. Das ist halt eine Art von Droge, die keiner mehr auf dem Schirm hat. So. Weil eigentlich ist dieses Eskapismus-Ding ja, warum wir alle Drogen nehmen, so. Warum wir alles ballern, weil wir raus wollen aus unserer Welt. So, wenn du das abrufen kannst, ohne halt irgendwie... Dich zu berauschen. Ja, ich sehe auch Videospiele als berauscht tatsächlich. Ja, so. Keine Frage. Wenn du das schaffst, nur mit einem Kumpel und einem Stück Papier, Alter, und irgendeinem Typen, der Geschichten erzählt, die völlig bescheuert sind, so, aber du trotzdem in deinem Film bist, so, schaff das nochmal, schaff das. Ja. Ey, das wäre auch eine Competition für nächstes Mal, so. Runde Pen Paper. Ich sehe da schon krasse Charaktere, so. Der Dege wäre auf jeden Fall so ein kleiner Zauberer, so ein bisschen weird, aber auf jeden Fall ein guter Zauberer. Nagatomi. Mit krassen Zaubertränken am Start. Auf jeden Fall. Zwergischer Verteidiger, Schild und Hammer, immer voll drauf. Mit dem Bart auf jeden Fall. Okay, was siehst du in mir? Supportklasse auf jeden Fall. Oh, boah, Alter, genau, das ist voll ins Herz, Mann. Ich weiß nicht genau was, auf jeden Fall Supportklasse. Ich bin auf jeden Fall nicht der Heldencharakter, dankeschön. Hm, naja, Kleriker auf jeden Fall. So, du bist kein Dieb, du bist ein Kleriker, vielleicht bist du auch irgendwie... Finde ich okay. Ich habe keinen Bock, im Mittelpunkt zu stehen. Kleriker ist gut. Ja, Mittelpunkt ist immer ein ganz großes Problem. Wer steht im Mittelpunkt so? Naja, meistens der Held. Aragorn. Magier. Ja, kommt drauf an. Wenn es keinen Tank gibt, so, dann ist der meistens der Magier. Ja, Tanks denken immer, die wären die Helden. Das fuckt mich am meisten ab. So, ich habe halt irgendwie Konstitution auf 18, ich bin super krass. So, ey, die sind keine Helden, die sind doof ohne Support. Das muss man einfach an dieser Stelle mal ganz klar sagen. In jedem RPG sind die Tanks Schwachsinn ohne Support. So, okay, das ist jetzt echt... Das ist schon okay, aber ich habe letztens mit zwei Kumpels Borderlands 2 gespielt, angefangen endlich mal. Ja. Wir haben es zu dritt gespielt, so, einer war halt der Tank und ich war Supportklasse und... Ja, es geht halt nicht das eine ohne das andere, wie das halt so ist. Natürlich. Muss halt gut ausbalanciert sein im besten Falle, ja, wenn aber ein Rollenspiel das hinkriegt. Die richtig harten Bescheuerten, die spielen dann auch die unmöglichen Supportklassen irgendwie im Einzelspieler. So. Ja, wow. Also jeder Mensch, der den Totenbeschwörer in Diablo 2 durchgespielt hat, so, du hast kein Leben und Glückwunsch. Auch das tat ich. Ich auch. Das war meine super. Klasse in Diablo 2, ich habe keine Ahnung gespielt. Später noch, wie hieß denn das, Lords of Destruction, Druide, war geiler. Druide war auch richtig nice. Ein bisschen mehr gebalanced, so. Das fand ich schon irgendwie... Glaube ich auch, aber ich hatte einfach so einen Flair dafür, irgendwie Golems und Skelette zu erschaffen. Ja, ich hatte auch einen Kumpel, der hat tatsächlich ohne Golem und reiner Skelettskillung das Spiel durchgespielt. Krass, okay, das ist hart. Also das geht schon, aber es ist ganz schön dumm. Ja, ach, Diablo war eh der krasseste Zeitvampir. Voll, keine Frage. Selbst der Dad von Nagatomi hat so hart Diablo durchgepumpt, das muss man an dieser Stelle auch mal echt anerkennen, so. Fühle ich, klopf auf den Tisch gerade. So, ich glaube, der hat immer noch seinen Paladin gelevelt, irgendwie 2015, so. Auf dem Rechner, der links neben dem Studio steht, hat der halt noch, ey, da sind, glaube ich, da ist ordentlich was drauf, so. Geile Scheiße. Gibt es ein Spiel, wo du genau sagen kannst, da habe ich am meisten Stunden reingepumpt? Ja. Nee, das kann ich... Kannst du nochmal hören? Ich würde sagen, warte mal. Bei mir ist es, also drei Spiele, eins ist auf jeden Fall Pokémon. Also Baldur's Gate, glaube ich, auf Dauer so mit allen Teilen, so Baldur's Gate 1, 2 mit allen Add-ons so, über Enhanced Edition und bla, glaube ich, schon am meisten so. Dann eventuell Skyrim und dann hatte ich ja diesen blöden Anfall, wo ich dachte, ich könnte mich in der Weltrangliste von Battlefield 3 irgendwie vorarbeiten so. Da habe ich leider eine Menge Zeit reingebraten, so wirklich. Ich habe alles, wirklich, ich war sozial am Abgrund so und war irgendwie auf Platz 6000 Schlag mich tot. Und das war echt krass so. Keine Frage. Ich habe da Heldengeschichten erlebt, das kannst du keinem erzählen. Ich habe mir irgendwie Sniper-Duell über 40 Minuten mit Angel S38. Schöne Grüße an Angel S38, falls er das jemals sieht. Das war auch ein Freund bei Xbox Live. Fick dein Leben. Das war Hardcore. Ja. Okay. Hartes Leben. Also bei mir ist auf jeden Fall, also die drei, die ich da nennen kann, vor allem in jüngster Vergangenheit, ich habe 2013 nochmal so einen richtig krassen Pokémon-Flash gehabt und habe mir Pokémon Y gekauft. Und da wurde ja das Züchten von Pokémon, von perfekten Pokémon, so kampfbereiten Pokémon, krass vereinfacht. Und dann habe ich mich wirklich viel mit der ganzen Battle-Materie auseinandergesetzt, welche versteckten Statuswerte es im Hintergrund gibt und wie man die beeinflussen kann. Und habe dann mit Strichlisten trainiert und so weiter. Habe ich 54 Stunden reingepackt in einem knappen Jahr. Ach du heilige Scheiße. Genau das. Jetzt fällt mir eine Sache ein, die noch viel krasser ist, die ich an dieser Stelle ernehmen wird, weil da ist Teppichmesser Boys auch so halb geboren worden. Leg los. Fußballmanager 2004. Mr. Nagatomi und ich hier am Rechner so. Scheiße, das war übel. Und wir haben halt in 2004er Manager so 2008 gespielt oder so. Nagatomi hatte damals zu dieser Zeit gar keinen Bock auf Fußball
Und ich glaube, wir waren bei, der Speicherplatz zählt immer mit so, wir waren, glaube ich, bei über 100 Stunden reale Spielzeit so im Koop-Modus. Das war irre. Und wir waren richtig klatschen geblieben. So klar, wir haben da auch ein bisschen viel gefeiert zu der Zeit, aber Schule war immer so peripher bei uns so. Aber wir haben halt in der Schule drüber nachgedacht, wen wir als nächstes kaufen, verkaufen, wie jetzt irgendwie die Champions-League-Duelle bei uns aussehen so. Seitdem ist es einfach, ja, dieses Spiel muss man erwähnen. Das war so krass. Wir haben hier gesessen. Ich habe meine erste Beziehung auch versaut damit so, muss man auch ganz klar sagen. Mich hat Hugo Viana mehr interessiert als meine Beziehung so. Auch Props hier an Hugo Viana, damals extrem talentierter Jugendspieler, der leider den Durchbruch nicht ganz geschafft hat. Ist, glaube ich, jetzt bei Benfica Lissabon irgendwie gescheitert. Damals Newcastle United. Ja, Insider wissen so. Und Nagatomi, das war immer sein Move so. Wir haben das Spiel angefangen, immer so zufälliger Verein. Er immer schön Geld am Raisen so. Und dann Hugo Viana gekauft. Ja, da war das Ding halt immer gegessen so. Hugo Viana. Kann ich mich mit identifizieren, nur dass ich schon erwachsen war und im Job und ich im Büro halt neben meiner Arbeit immer noch Trainingspläne für meine Pokémon geschrieben habe. Also ich geguckt habe, okay, fuck it, mein Scaraborn muss komplett auf Angriff gewächst werden, so, dann brauche ich 12 Kämpfe in die Richtung und muss die EVs in die Richtung spreaden und alles und Zuchtpläne machen und den ganzen Scheiß. War ein Jahr lang 500 Stunden oder so, 450 locker reingehauen. Ja. Und dann war der Drops-Pokémon für mich mittlerweile auch gelutscht. Ich kaufe mir trotzdem jedes seitdem und spiele auch jedes durch. Aber das war, glaube ich, nochmal so, seit ich 11 Jahre alt war, der größte Hype, den ich nochmal erlebt habe in die Richtung. Also habt ihr ein Lieblings-Pokémon so hier im Raum? Krabber, hast du ein Lieblings-Pokémon? Ja, ich meine natürlich John F. Enemy. Du kannst mir so viele Künstlernamen in den Kopf werfen, wie läuft heute, das ist gar kein Problem. Okay, Schatzi. Ich würde sagen, ja, es ist mehr Smogmog. Und das hat nichts mit Kiffen zu tun. Ich denke, das hat mit Kiffen zu tun. So. Okay. Aber Smogmog ist auf jeden Fall Killer. So. Smogmog! Ja, Smogmog ist der Boss, aber mein Lieblings-Pokémon war immer die ultimative Kombination meiner Lieblingstypen, nämlich Kampf und Käfer. Scaraborn ist das coolste Pokémon aller Zeiten. Ja, ja, ist okay. Das ist hier so okay. Aber an dem Punkt möchte ich mal auch erkennen, wo man halt Nerds bzw. Gamer und halt die Gamer, die halt die Kontrolle verloren haben, unterscheidet. Das ist immer dieser Satz so, da habe ich die Lust verloren. Oder da habe ich halt irgendwie den Spaß verloren an der Sache. Da erkennst du mal Leute, die den Shit halt sowas von ernst durchziehen. So. Das war halt bei Battlefield auch so. Ich habe mich halt teilweise aus dem Bett gequält und dann so, scheiße, ich muss halt jetzt noch ein paar Kills machen. So, oh nee, wieder so, keine Ahnung, PSG, wie hieß das, PSG 1 hat das Sniper so. Ja, wieder heute Day Achievement, 20 Kills, keiner Bock drauf gehabt. So. Und wenn du halt die Lust am Game verlierst, dann hast da machst du was falsch, Alter. Ja, ist so. Ich habe dir vorhin ja schon grob erzählt, aber ich erzähle es einfach nochmal. Ich habe Final Fantasy 9 vor kurzem komplett fertig gemacht und musste meine 10.000 Kills grinden. Und dann irgendwann machst du die Konsole halt nur noch an und denkst so, ja, jetzt hau ich halt nochmal 2 Stunden lang nur auf den X-Knopf. Super hart, Alter. Bis ich mir halt ein Skript runtergeladen habe, dass das für mich alleine erledigt hat. Bestes Gefühl meines Lebens. Sag mal ehrlich, ist das nicht ein bisschen ehrenlos? Und genau das ist der Punkt. Ja. So, das ist die Frage, ist es jetzt ehrenlos oder ist es so dermaßen dumm, dass es nicht ehrenlos ist, wenn du dich drüber hinwegsetzt? Ah. Und das sind der Fragen. Und dann merkst du, dass allein der Fakt, dass du dich mit solchen Fragen auseinandersetzt, ja, was machst du hier eigentlich gerade? Geh doch einfach raus, mach 10 Liegestütze, hast du mehr vom Tag. Ja, dude, ich find's auch krass, dass du Final Fantasy 9 durchgemacht hast, aber diesen ganzen Angelquests und dein ganzer Scheiß. Zum Glück gab's da kein Angeln. Gab's da kein Angeln? Nee, 9 gab's kein Angeln, aber dafür wahnsinnig viele Fetch-Quests und dumme Monster, die du platt machen musst, die ewig brauchen und einen der langweiligsten und dümmsten Superbosse, die ich je gesehen habe. Aber das ist ein anderes Thema. Okay. Tatsächlich ist das andere Spiel, in das ich viel zu viel reingepackt habe, mein erstes großes JRPG, Final Fantasy 10. Überraschung. Das habe ich nämlich 4 oder 5 Mal durchgespielt und jedes Mal 140 Stunden rein versenkt. Und auch vor kurzem nochmal platiniert und bla. Also ich kann zu Fug und Recht behaupten, ich kenne Final Fantasy X auswendig und kann jede Frage zu diesem Spiel beantworten. Ja. Und das ist überhaupt nichts, worauf ich stolz bin. Ja, Final Fantasy hat mich nie so richtig gecatcht, muss ich ehrlich sagen. So. Die ganzen Asia-Dinger so, keine Ahnung. Da, kurz, du stehst auf Japan, stehst auf Rollenspiele, aber nicht auf japanische Rollenspiele? Ja, keine Ahnung, Harvest Moon oder so, kann man auf jeden Fall überlegen. Ja, okay, das ist ja kein klassisches Rollenspiel. Ja, hast du recht. So ein Aufbau-Adventure. Ja, nee, Final Fantasy, Mann, ich weiß nicht warum so. Ja, ich stehe, klar stehe ich auch auf Japan und auch auf vieles, was aus der Spielindustrie kommt so. Aber ich war dann eher so diese Resident Evil-Fraktion oder Metal Gear oder so ein Scheiß. So. Das war halt ja, echt okay, klasse. Okay. Diese Resident Evil hat Horror gehabt. Horror war für mich immer tabu. Mein ganzes Leben lang. Echt? Ich finde Horror richtig schrecklich. Ja, auch hier mit Nagatomi. Was war's? Nagatomi, sag mal. 3 oder was? Was? Was für ein Resident Evil haben wir hier durchgesucht, wie die Bekloppten, Alter? 5, Alter. Das Koop-Ding, ja. Super nice so. War ich auch immer die Frau so. War aber okay. Das ist überhaupt nicht schlimm, die Frau zu sein. Nein, Mann, das Spiel war okay. Nicht die Frau zu sein. Das Spiel war okay. Es war am Ende halt auch irgendwie so voll strange. Und dann warst du irgendwie dran so, ja, wir müssen jetzt die Minigun klar machen. Wir müssen jetzt hier den Longbow irgendwie freischalten und so. Das ist tatsächlich das, was man ganz oft über 5 und 6 hört. So. Das sind halt einfach Spiele, die Resident Evil verraten, aber trotzdem wahnsinnig spaßige Actionspiele sind. Ja, aber hol dir jetzt mal irgendwie Resident Evil 1, weil das kannst du gar nicht mehr spielen. Deswegen gibt es ein wahnsinnig gutes Remake auf dem GameCube.
Ja, nee, guck was mal. Was richtig gut ist. Jetzt sind alle am Labern so, ja, Dark Souls und so ist voll schwer. Spiel mal die ganzen alten Games, Mann. Spiel die mal. Spiel mal Castlevania auf dem Super NES durch. Mach das mal, Alter. Bruder, habe ich vor 2 Wochen gemacht. Okay, ja, das ist klar. Castlevania ja. 4 ist der absolute Shit. Und ich liebe Castlevania. Und vor allem liebe ich noch viel mehr die Metroidvania-Castlevanias. Mhm. Aber Super Castlevania 4 auf dem SNES so ist genau mein Ding. Aber um nochmal den Bogen zum Anfang zu schlagen, so, und wo wir schon bei Super Nintendo sind, die ganzen Star Wars-Sachen von damals, die waren echt sau schwer, sag ich zumindest. Voll, so. Die sind bockschwer. Die sind unfassbar schwer. Ich habe Episode 4, das ist das Einzige, was ich wirklich hatte, das habe ich auf leicht mit viel Mühe durchgespielt gekriegt. Ich habe die, glaube ich, ich habe keins davon durchgespielt. Ich habe mir die alle noch so mit Anfang 20 irgendwie für teuer Geld nachgekauft, so voll gehypt angemacht. Und dann war ich aber halt so ein Xbox. Die waren teuer, oder? Ja, die waren teuer, Mann. Und dann so ein Xbox-Nerd so, Alter. So, ich war voll überfordert mit dem Schweregrad dieses Games. So. Es ist wirklich schlimm. Es ist lächerlich schlimm und die Bosse halten vor allem viel zu viel aus. Unfassbar, in ne? Das ist lächerlich. Unfassbar. Und in Episode 4 musst du am Ende tatsächlich genau im richtigen Moment die Schultertasten drücken, um die Torpedos in den Todesstern abzuwerfen, sonst darfst du mal von vorne anfangen. Unfassbar. Und da habe ich auch einfach 9 Leben komplett verballert, weil ich nicht rechtzeitig L und R gedrückt habe. Ja, ja, und dann denkst du so, das ist jetzt keine faire Challenge, das nervt nur. Ja, und das sind halt so Skills, die hat man halt im Leben so. Und du wirst niemals Anerkennung dafür kriegen. So, es sei denn, du findest jemanden, der das auch getan hat. So. Und dann wirst du Anerkennung kriegen. So. Und dann denkst du dir... Aber dann kriegst du richtige Anerkennung. Ja, aber was ist nicht das dieses bescheuerte, so, ja, du hast eine 1 in Biologie im Abitur. So, ja, wer braucht das denn? Wer braucht das? danke, Herr Doktor, wie hieß er denn bei mir? Teile. Ich wollte gerade sagen, welchen Lehrernamen packst du jetzt aus? Ja, Teile hieß der gute Mann. Teile. Der wirkte auch etwas wie auf Teile, muss ich sagen, im Nachhinein. So. Und hat auch über Zellteilung geredet? Zitronensäurezyklus war sein Ding so. Das war sein Thema. Warum auch immer. Das ist der beste Tag meines Lebens, weil ich das Wort Zitronensäurezyklus so dermaßen auf Kommando abgefeuert gehört habe. Ja, das ist echt so. Geiler Scheiß. Und dann war ein Ding, Super Nintendo, da bin ich nämlich damals eins meiner All-Time-Favorites ever, Legends. Legends? Gauntlet Legends hieß es. Okay, ich das war ein Super Nintendo nicht. Spiel und da bin ich Nagatomi die ganze Zeit am belabern, dass wir den Soundtrack mal samplen. Okay. So. Ich sag mal, oh, lass uns das samplen, lass uns das machen so. Und er ist halt immer so, ja, keine Ahnung, kann man machen. Das war halt ein Koop-Ding, so ein bisschen wie Golden Axe damals. Ah, okay, okay. Dann weiß ich wohl, in welche Richtung wir gehen. Du hast halt einen Typen, der hatte eine Axt, einer hatte ein Schwert und die hießen Igor und Agor. Sehr kreativ. Geil. Aber das Game hat mich halt voll geschockt, weil der erste Endgegner war gleichzeitig auch der letzte. Bitte? Da gab es den ersten Endboss und der war auch der letzte. Oh, jetzt hat hier Nagatomi gerade ein bisschen Videosupport ausgepackt. Aber das ist die N64-Version. Das ist die N64-Version von Gauntlet Legends. So. Es gibt davor noch die Super Nintendo-Version Legends. Das war aber auch sehr stark und das ist ein Koop-Ding, was ich auch unfassbar feiere. So. Kenne ich tatsächlich überhaupt gar nicht, aber mit N64 war ich auch nicht mehr so tief drin. Bist du eigentlich nicht auch der Meinung, dass es unverschämt viel gute Videospielmusik gibt? Absolut. Digga, damals hast du ein Lieblings-Videospiel-Soundtrack? So? Ja. Das Schwarze Auge, Return to Riva. Okay. So. Das war der dritte Teil der Nordland-Saga. So. Der Soundtrack, Alter, da kriege ich heute noch Gänsehaut. So. Ich habe das damals halt einfach irgendwie echt durchgesuchtet. Das war die erste Trilogie. Du konntest halt irgendwie anfangen mit einem 6er-Squad, hattest du, glaube ich, damals. Ähnlich wie Baldur's Gate, aber alles sehr, sehr verpixelt. So. Und dann konntest du halt die Trilogie durchspielen. Du konntest halt deine Charaktere immer mitnehmen. So. Du konntest die Items mitnehmen und dann halt irgendwie immer weiter die Story spielen. So. Und das war der krassesten Spiele. So. Und der Soundtrack ist sehr gut, ja. Und dann würde ich sagen, ist es, glaube ich, Icewind Dale oder Neverwinter Nights. Okay. Also orchestraler Shit. Da ist der Hintergrund ja so der orchestrale, sphärische Shit, ne? Absolut, Mann. Und das kann man auch samplen. Ach, und kleiner Spoiler so, zu dem Gürtelpädagogik-Album, was eventuell irgendwann kommen wird, gibt es nämlich auch noch einen tatsächlichen Sample von Deus Ex. Oder Deus Ex. Deus Ex, ja. Sorry, du musst es deutsch aussprechen, ich bin eine Kartoffel. Genau, lateinisch wäre es ja dann, ne? Deus Ex. Ja. Wäre ja dann Human Revolution, Alter, Icarus. Okay. Bombastisch. Der Soundtrack, also dieser Track ist unfassbar geil so. Und der Sample ist auch relativ nice so. Aber das war das letzte Ding, wo ich glaube, dass sie sich Mühe gegeben haben. Wobei ich auch noch bei der Skyrim-Intro-Mucke Gänsehaut kriege. Und, okay. Also du stehst eher auf so diesen orchestralen, epischer Chor-Shit. So. Ja, absolut, da hast du mich so. Okay, bei mir ist eher so das Ding, ich bin ja bei dem Chiptune-Kram. So, kennst du zufällig, das sind Indie-Titel, den ich andauernd aufbringe, Axiom Verge kam vor 3 Jahren raus, oder 2 Jahren. Sag mir nichts. Das ist so ein Metroid-Ding, wo ein Typ irgendwo auf einem anderen Planeten landet, auf einmal Knarren in die Hände kriegt und er muss irgendwie eine Technikwelt befreien. Es ist super weird, man muss es erleben. Und was ich wahnsinnig geil finde, ist nicht nur der Soundtrack, sondern das gesamte Sounddesign. Weil alles dir sagt, du bist in einer fremden digitalen Welt und alles klingt irgendwie total unwirklich. Ja, krass.
Was ich besonders finde an dem Spiel ist, dass es komplett von einer Person gemacht wurde. Und dazu zählt die Programmierung, die Optik, aber auch das gesamte Sounddesign und den Soundtrack. Das hat er alles alleine gemacht. Und der Soundtrack von Axiom Verge ist somit das Beste, was ich jemals in meinem Leben gehört habe. Ich höre das Ding einmal die Woche. Ich bin ein Riesenfan. Und ich frage mich, warum Menschen daraus nicht irgendwie Rap machen. Ich will immer, dass meine Lieblingsvideospielmusik sofort zu Rap wird. Das galt bei Hotline Miami, das gilt für Celeste, das gilt für Axiom Verge. Ja, Hotline Miami auch so ein Ding. Klar. Aber was du gerade gesagt hast, so, das trifft es halt auch, um den Kreis nochmal zu Hip-Hop zu schließen. So, was du sagst, wenn die Dinge aus einer Hand kommen, dann sind die meistens geil. Also, klar, bei uns sind es jetzt mehrere Hände, aber wir sind ja fast eine Person, so Teppichmesser-Boys. Aber ihr seid auf jeden Fall eine geschlossene Einheit. Auf jeden Fall. Aber wenn einer das ganze Ding in der Hand hat, dann wird daraus was Geschlossenes, weil die meisten Persönlichkeiten, die kreativ sind, natürlich auch eine Idee haben. Ja. Und auch was Geschlossenes erzeugen. So. Und das ist bei den großen Produktionen natürlich ein extremes Problem oder ein Manko. So. Das ist immer das große Ding. Wenn du Assassin's Creed spielst, spielst du halt ein Konstrukt von mindestens 250 Leuten. Absolut. Axiom Verge ist halt, oder wahrscheinlich noch deutlich mehr. So, ja. Axiom Verge halt einer. Okay, der hat sich aber auch dazu entschieden, weil er das neben seiner Arbeit macht. Der ist in erster Linie tatsächlich Softwareentwickler bei Activision und hat nebenbei sein eigenes Ein-Mann-Projekt auf die Beine gestellt. Killer. Absoluter Ehrenmann. So wird's gemacht. Aber den Luxus, sich komplett seinen Traum zu verwirklichen, hat halt auch einfach nicht jeder. Ja, muss man auch sagen. Da musst du halt auch irgendwie kein Leben für haben, da musst du auch Zeit für haben. Genau ist das Ding. Und der Typ hat sogar einen schwerbehinderten Sohn, der noch relativ neugeboren ist. Packt halt auch Gelder, die er durch das Spiel gewinnt und durch die Verkauf des Soundtracks in die Forschung für die Krankheit, die sein Kind hat. Ja gut, aber sowas ist natürlich auch immer ein krasser Push, ne? Voll. Also wenn dein Leben straight läuft, so, dann wirst du wahrscheinlich wenig Energie haben. Ja, dann bist du halt irgendwie so einer, der dann abends RTL guckt. So. Aber wenn dein Leben schief läuft, dann musst du deine Energie umkonzentrieren. So. Und dann kommen eigentlich die geilen Sachen raus. Okay. Aus straighten Leben, habe ich das Gefühl, kommen keine guten Geschichten raus. Wenn alles bei dir clean läuft, so, ja, das stimmt. Dann hast du nichts zu erzählen. Was willst du erzählen? So? Das ist wie wenn du dir einen Film anguckst. Du willst ja einen Film sehen, wo jemand leidet. Absolut. Du willst ja keinen Film sehen, wo alles sauber läuft. Ja, was heißt leiden so? Aber zumindest, wo eine Story ist, wo du denkst so, okay, krass. Es gibt einen Grund, warum alle irgendwie anfangen, ihre ganzen Leben auszubreiten. Jeder Künstler fängt doch an, von seiner Vergangenheit zu reden, von seinem Leben, weil er denkt, das würde ihn interessant machen. Die Frage ist halt nur, wiefern ist es irgendwie was Einzigartiges, was Spezielles, was du hören willst. So, ich habe keine Lust, mir nochmal anzuhören, wie ein Mittelstandskiddy mit geschiedenen Eltern lebt. Ja, natürlich. Sorry, Lance Butters. Ja, Lance Butters trägt nicht umsonst eine Maske. So. Das muss man an diesem Punkt eventuell auch anfügen. Ich finde ihn gar nicht so schlimm, wie er immer gemacht wird. So. Eine Iron-Man-Maske, ich bitte dich. Ja, das ist ja vorbei. Das ist ja schon längst vorbei. Oh, was hat er? Entschuldigung, ich war nicht mehr auf dem Laufenden mit Lance Butters. Junge, Alter, da muss man jetzt... Das ist, glaube ich, das geringste Problem. Er hat auf jeden Fall seine Berechtigung. So, jeder Künstler hat definitiv seine Berechtigung. Auch maskierte Künstler haben ihre Berechtigung. Das möchte ich an dieser Stelle mal nachwerfen, auch wenn ich mich da einige Male öfter mal kritisch zu geäußert habe. Aber ich kenne den einen oder anderen. Zum Glück hast du noch nie Interviews gegeben, deswegen interessiert es keinen Schwanz, was du bisher erzählt hast. Absolut. Absolut. Und ich muss an dieser Stelle sagen, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich hätte echt irgendwie extremere Probleme als meinen normalen Real-Life-Struggle, wenn ich alle meine dummen Ideen irgendwo nochmal rechtfertigen müsste. Damit du dich nicht weiter an Kopf und Kragen redest, was ist denn so der Rap, mit dem du aufgewachsen bist? Rap, mit dem ich aufgewachsen bin. Ja, das war dummerweise tatsächlich DMX, glaube ich. Das war so mein Zugang. Ach, der frühe DMX ist jetzt nicht so schlimm. Ja, klar, natürlich so. Bitte, das ist guter, also guter Shit bei. Ich bin ja irgendwann mal so auf den Trichter gekommen, dass ich Homophobie nicht so ganz supporte. Bin ich bei? Deswegen hatte ich auch mit DMX so irgendwann meine Probleme, aber am Anfang war das auf jeden Fall gut so. Ja, Method Man, Redman, ne? So, das waren auf jeden Fall damals so die Einstiegslinger. Da bin ich ziemlich schnell auf Deutsch umgestiegen, muss ich sagen. Und jetzt bitte, es mögen mir alle verzeihen, da möchte ich auch Dani an dieser Stelle erwähnen, dass sie mir das verzeiht. Absolute Beginner tatsächlich waren auf jeden Fall der Einstieg so. Digga, ich gebe dir gerade eine Faust über das Mikro so. Das ist echt so. Kann man nichts für so. Die haben sich natürlich jetzt sehr seltsam transformiert, muss ich sagen. So, das ist, Hast du dich getraut, das neue Album zu hören? Vor zwei Jahren oder war noch immer? Das meine ich ja. Deswegen ich habe mich nicht getraut. So. Deswegen erwähne ich Dani an dieser Stelle so. Sie hat mir das praktisch vorweggenommen, mir das anzuhören. Ich habe mir halt die Auskopplung angehört, habe dann eine Rezension gelesen, die ich an dieser Stelle mal ins Bodenlose loben muss, weil sie ungefähr alles trifft, was ich so fühle. Ich habe mir das Album nicht gegönnt, ja. Aber ich habe damit auch abgeschlossen. So. Und dann kam halt ganz schnell, muss ich sagen, in der Abi-Zeit Kollega tatsächlich. Okay. Als erster so. Die Geldzählmaschine macht ratatatata, die Vollautomatik macht ratatatata. Und zeitgleich kamen dann halt die ersten Sachen von KIZ mit rein. So. Ja. Und KIZ hat das Ganze halt irgendwie zum Tod gepusht. So. Ich war halt so, ey, KIZ, next level. Das so. hat ja auch einen Grund, dass die beiden zusammen auf Tour gegangen sind mit Prinz Pi, ne? Ja, also tatsächlich. Prinz Pi hatte die beiden als Voreck ausgewählt für seine Donnerwetter-Tour. Aber mit Pi hatte ich jetzt echt nicht so die Schnittpunkte und da bin ich auch ganz glücklich drüber.
gibt den einen oder anderen. So Nagatomi hat auch gerade noch gesagt, so Prinz Pi, auf jeden Fall nice. Hat er noch vor, bevor wir hier angefangen haben, das nochmal so gesagt. Ja, Prinz Porno, nicht Prinz Pi. Also da muss man ja, der manche, so, ja klar, aber es war auf jeden Fall tolle KIZ und dann kam ziemlich schnell aufgrund des Selfmade-Ding dann irgendwie A Favorite. Nicht der vom neuen Album. Favorite fand ich auch krass. Absolut so, der erste, der halt irgendwie Real Talk macht, so über die ganze Scheißhaftigkeit seiner Existenz. So. Okay. Ich weiß gar nicht, wie geht diese eine Line so? Wir spielen irgendwie, wir spielen FIFA gegeneinander, Barca gegen Barca. Selbes- gleiche Trikotfarbe, voll die Trottel. Voll die Deppen. Voll die Deppen. Das war der, das war der dumme, dieser dumme Freestyle auf dem Christoph Alex Album. Super geil, Alter. Der war super dumm. Danach kam direkt eine Pille. Ja. Nee, nicht die Pille, sondern ihr seid alles scheiße. Ihr seid der schlimmsten Ohrwurm meines Lebens. Ihr seid alle scheiße, ich baller mit der Rifle. Okay. Super, Alter. Ging mir voll auf die Eier, mochte ich, aber ich hab auch nur Überdosis Hero Jesus gesehen, oder wie war der Scheiß, Alter? Super, Anarchie. Ich habe letztens mir mal wieder, so wie Faith bist du auch reingezogen. Oh, geil. Und mein bester Homie starb mit 13 an Krebs, doch das Allerschlimmste war Bushidos Live-DVD. Ja, hat er auch recht. Fick mein Leben, Alter. Ja, aber da kommst du direkt auf den... Da kommst du direkt auf den nächsten so, weil Bushido tatsächlich mich auch sehr, sehr geprägt hat. Muss ich einfach an dieser Stelle sagen. Okay, also wenn ich jetzt so gucke, wenn du erzählst, du hast so mit der Hamburger Schule angefangen, so absolute Beginner. Ich vermute mal, dann war Sammy auch halbwegs ein Thema bei dir. Ja, klar. Dann bist du irgendwie auf Agro Berlin und Bushido umgeschwenkt, dann Kollege KIZ. Ich glaube, wir haben wahnsinnig viele Parallelen. Das ist ungefähr genau der Weg, den ich auch gegangen bin. Ja, gut behütete Mittelschichtkinder mit ein bisschen Stress in der Schule. Und ein Kumpel mit einem guten Internetanschluss. Den hatte ich nicht. Ich hatte nämlich keinen Internetanschluss, so überhaupt gar nicht, bis ich 18 war oder so. Ich war mit dem Sohn vom Staatsanwalt von Düsseldorf sehr eng befreundet und der hat halt immer alles als CD gehabt, so. Ehrenmann. Ehrenmann, ja, der war so oder so das ein oder andere Mal sehr hilfreich, um das mal an dieser Stelle auch zu sagen. Aber der hatte alles, Alter. Das war geil. Muckemäßig war ich immer richtig gut versorgt. So. Damals immer, irgendwie habe ich ihm so einen Stapel Rohlinge vorbeigebracht und da hatte ich alles so. Auch viel Kram. Damals auch geilen Zugriff zu so Sachen wie Necro, MF Doom und so auch gehabt, aber nie verstanden so. Ja. Ill Bill und so ein Scheiß. Hatte ich da, kam dann irgendwann viel später, als ich meinen ganzen Scheiß aufgeräumt habe so und dann so mit in der ersten WG, so mit Anfang 20, den ganzen Scheiß durchgepumpt habe so. Da kam dann auch so eine gewisse Liebe. Und da hast du nochmal so eine Liebe zu amerikanischem Rap entwickelt. Absolut, das hatte ich vorher nicht so. DMX war das Ding so. Okay. Warum auch immer. Also ich glaube, ich kann die Ami-Rap-Alben, also ich bin so ganz klassisch mit deutschem Rap groß geworden. Ich kann die Ami-Rap-Alben, die ich halt wirklich gefeiert habe, glaube ich, an einer Hand abzählen. Viel war es nicht. Aber was ich ganz krass fand, war 2005, The Documentary von The Game. Oh. Aus irgendeinem Grund fand ich das richtig krass. Natürlich, Alter. Und das höre ich heute noch, Alter. Habe ich, glaube ich, auch auf meiner Playlist. So. Obwohl es so komisch ist, dass es so ekelhaft am Reißbrett eigentlich durchkonzeptioniert war. Das hört man dem teilweise auch an. Aber ich war 17 und wahnsinnig beeinflussbar. Absolut. Und No More Fun and Games, Alter. Mr. Gangster Rap is back in Black Nike Airs, so, das ist mein Album, Alter. Ja, Killer, so. Stimmt, hast du recht. Aber das ist irgendwie so, das war so... Ich habe noch nie jemanden mit so viel Inbrunst seinen Kopf schütteln sehen wie Mr. Nagatomi gerade. Will er was dazu sagen? Nein, wahrscheinlich nicht. Natürlich möchte er nicht, weil Meister Nagatomi spricht nämlich nicht. Er hat eine ausgeprägte Gestensprache und dabei soll es bleiben. Da kann ich auch noch eine Anekdote aus meinem Leben hier vom Stapel lassen. Warum auch nicht? Wofür sind wir sonst hier? Ich habe meine Zeit in Finnland verbracht und es gibt ein Gerücht über Finnen. Finnen reden nicht, es sei denn, sie haben etwas Wichtiges zu sagen. Und sie haben meistens nur betrunken, etwas Wichtiges zu sagen. Das ist sehr schön, aber es wirft auch viele Fragen auf. Was machst du in Finnland? Dieselben Dinge, die ich hier tue. Was führt dich nach Finnland? Es gibt so einfache Rechnungen im Leben. Ne? Man braucht kein Schattenwurfdiagramm, man braucht einfache Dinge. Man braucht Bier, sehr viel noch mehr Bier, etwas Verzweiflung, einen finnischen Kollegen, ein Flugticket und einen Monat seltsame Erfahrungen in einem ungefähr dem abgefahrensten Land, was ich jemals traf, mit sehr, sehr viel Schnee, unfassbar viel selbstgebranntem Alkohol. Okay, hier muss ich kurz einhaken. Das klingt zwar wahnsinnig spannend und befriedigt all meine Bedürfnisse, von denen ich nicht mehr wusste, dass ich sie habe. Aber lass uns mal hier einen kurzen Cut machen, denn ich muss wahnsinnig dringend pissen. Lass uns darüber ein andermal reden. Und in der nächsten Episode reden wir ein bisschen über Filme, denn darüber haben wir noch gar nicht geredet. Das würde ich gerne noch nachholen.